15 Jahre sind ein rundes oder ein halbrundes Zeitalter. Ich gratuliere, wie man das bei diesen Dingen tut, zunächst ganz herzlich. Georg Hofer ist einer der kreativsten, tüchtigsten Menschen, die ich in meinem langen Arbeitsleben kennengelernt habe. Er ist nicht immer einfach, aber einfach ist auch banal, einfach zu sein. Das braucht man nicht. Georg Hofer und ich haben einige Dinge, oder seine Firma und ich haben einige Dinge gemeinsam gemacht. Wir haben immer mit großer Begeisterung, großem Einsatz, vielen Ideen daran gearbeitet. Und es ist in den meisten Fällen, ich glaube, das kann man ohne jetzt Selbstlob zu verstreuen, durchaus erfolgreich. Aber wie gesagt, auch das Umfeld hat gepasst. Wir sind vielen Dingen neue Wege gegangen. Dafür ist Georg bekannt, dass er das tut. Nimmt durchaus Risiko, mit großem Erfolg, wie man sieht. Noch einmal alles Gute und wie man unter gestandenen Linken sagt, Glück auf.